Verschachteln! 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 Verschwachteln! Hallo ihr Lieben! Hallo! Herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Video. Hallo! Zweiter Teil unserer Challenge! Genau, wir haben auf Spiel mit dem Kinderspielzeug die Klartext-Duell-Challenge schon gestartet. Und hier geht es weiter. Heute mit Kahn, Nina, Eva und mir. Ich habe bei Eva gewogen. Ich bin Nina. Wir haben zwei Teams gebildet. Die haben wir ausgelost. Und in einem Team sind komischerweise Eva und Kati. Und das Channel. Los Glück! Nina und Kahn. Und ja, wir haben schon zwei Runden gespielt. Im Moment steht es Gleichstand. 6-6 steht es. Wir setzen gleich die Maulsperren wieder ein und versuchen diese Begriffe, die hier auf den Klartextkarten draufstehen, zu sagen. Also ganz kurz nur noch mal, bevor wir starten, falls ihr das Video bei Spielzeug noch nicht gesehen habt, also bei Spiel mit Kinderspielzeug. Den ersten Teil? Das ist der erste Teil, das hier ist der zweite Teil, das ist das Rückspiel sozusagen. Yes. Wir können starten! Okay, los geht's. Kathi und ich hatten, glaube ich, beim letzten Mal aufgehört. Das heißt, wir Damen dürfen anfangen. Hier sind die Begriffe. Wir stellen uns ein bisschen weg, damit wir nicht lesen können, was die da ablesen. Holy. Regel ganz einfach, wenn der Finger hier vor ist, dann darf man nicht reden. Wenn der Finger nicht davor ist, und ihr werdet es gleich sehen, das wird immer wieder wechseln. Ich glaube, man kann mich gar nicht in der Kamera sehen. Dann darf man nicht reden. Okay, erste Begriff können wir uns schon mal raussuchen. Mhm. Schon mal angucken. Aua. Oh Gott. Okay, ready? Ja. Noch nicht, erst wenn der Countdown ist. Maria! Noch nicht? Achso. Neue Karte. Ah, jetzt. Rummelhuden haben Zielhacken angerutscht. Was? Die Polizei. Die Polizei? Blitzt? Marathonläufer. Ja. Rummelhuden haben Zwiebacken angeboten. Ein Mehrblick? Ein Mehrblick ohne Brille. Was sagt ein Dampfer auf dem Rocken? Bringt nichts. Mehrblick ohne Brille bringt nichts. Was macht ein Dampfer auf dem Rocken? Auf dem Rocken. Au! Gut, die Karte kann weg, habe ich schon gesehen. Paula raut Retten aus Gras. Okay, ich glaube, diese Runde werden wir niemals gewinnen. Oh nein. Wo noch? Paula baut Betten aus Grashalmen. Monopoly hilft gegen Schnupfen. Der Prinz bestellt sich eine Baumkrone. Das war noch drinne. Okay. Das hat doch aber gut, Eva, oder? Ja. Das habe ich eins, zwei, drei, vier. Das habe ich angefangen. Ja, zwei. Also steht es insgesamt 6-8. Nina. 8-10. Nein, 6-8. 6-6. Ja, gesagt 4. Ach so. Mhm. Ja, stimmt. 8-10, richtig. Mathematik für Erstklässler. 4 und. Ach, ich kann es nicht rausnehmen. So. Genau. Ihr seid zwei vor. Okay. Schmerzhaft. So, okay. Ihr könnt uns schon mal die Karten nehmen. Mhm. Sehr gut seht ihr beiden aus. Okay. So. In Hubschraubern herrscht Krawattenzwang. Ja. Lametta ist windempfindlich. Yes. Weiter. Au! Mangos werden oft mit Mandeln verwechselt. Werden oft mit. Eine Virose ist zweite Wahl. Mangos werden oft mit Mandeln verwechselt. Meine Limone ist zweite Wahl. Virose. Sag's nochmal, Mangos werden häufig mit Mandeln verwechselt. Ja, der Edelmann hat Kiel. Meine Virose ist zweite Wahl. Meine Lihose ist zweite Wahl? Nein, bitte. Der Edelmann hat Kiels im Karrierewappen. Was war das denn? Also einmal war es, meine Mimose ist zweite Wahl. Ja. Und brave Bürger spielen mittags Halma. Ich kenne Halma noch nicht mal so. Wie soll ich was das hier? Was ist eine Mimose? Mimose, die Pflanze. Achso, die Pflanze. Wir haben, der Edelmann hat Kiwis im Familienwappen. Mangos werden oft mit Mandeln verwechselt. Und Wir haben jetzt drei, ne? Drei. Also 13 und wir haben 9. Wir haben 1 richtig gehabt.
13 zu 9. Oh, oh. Wird schwierig, Nina. Okay, Kati, ich verstehe dich einfach nicht. Kati tanzt hier bis zum geht nicht mehr gerade. Ist ein Ehrenspiel, muss man auch zugeben. Ich muss einfach mal hier ganz kurz Reinigung. Kann Sabber sein, von wem auch immer. Das Sabber ist in einen Putzlappen um dabei. Tränen. Ja. Okay. Aua. Okay. Das muss ja alles hier, kannst du mal sortieren, was unsere Punkte sind? Das ist jetzt verstehst du dich auch einmal. Jetzt noch? Ja. Hier einmal und dann wir einmal, ne? Also noch zwei Runden. Ja, ich sag mal. Noch zwei Runden. Wir hatten drei richtig, ne? Ja. Das Trainergeräusche. Los. Okay. Karten her. Karte angucken. Okay. Okay. Erst noch den Countdown. Aha. Marinierter Speck? Schlimmert. Flimmert! 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 Nein, Pflaumenmus! Mein Pflaumenmus? Kommt aus der Apotheke! Lass uns die Balustrade verschlachteln! Komfortable Bürgersteige! Verschachteln! 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 Gepolstert! Komfortable Bürgersteige sind gepolstert. Ja. Verschachteln. Verwachteln. Schachteln. Lass uns die Balustrade verschachteln. Verspachteln. Ja. Monika bügelt. Veronika. Schmiede bemängeln Salamis. Ihr Üsli. Monika bemängelt ihr Müsli? Nein, bügelt ihr Müsli? Boah, es lief gerade in so einen Strömen. Ich dachte auch schon so, oh, bei so aus mir raus. Eine Runde, ne? Verspachteln, hab ich gar nicht. Drei haben wir? Ich dachte nur die ganze Zeit, ich hab's nämlich verstanden und ich dachte so, verspachteln, alles andere macht doch keinen Sinn. Ja, aber ich hab's daran einfach nicht gedacht. So, die Balustrade, was willst du damit spachteln machen? Ich war schon von der Balustrade weg, ich hab versucht nur das Wort. Ja. Den anderen Satz hatte ich schon wieder vergessen. Ja, man weiß nicht, ob das richtig war. Ja, ob das Sinn ergeben kann, weil bügelt ihr Müsli ist ja auch der größte Unsinn. Wir haben wieder drei, also 14. 17 zu 14. Ja. Ja, für euch. Sicher? Ja. 17 zu 13. 3 17 zu 13. Also hier Unterschied. Okay, letzte Runde, Nina. Ich glaube eigentlich 14 zu 10 oder so. Ja, ihr müsst sehen. Nee, ihr hattet ja 13 zu 9. Also ich bin ja. 13 zu 9 stand es vorher. Ist ja egal, auf jeden Fall 4 Unterschied. Ihr seid 4 vor. Ich starte, ne? Ja. Achso, erst gucken? Erst gucken, ja. Ja, super. Stopp. Ne? Die Puddingskulptur wackelt verdächtig. Ja. Die Krähen holen den Glauben. Du musst die Zähne auseinander machen. Ja, die Krähen holen. Abgegebene Pakete verschwinden am Nordpol. Ja. Dann gib dir Mühe. Die Krähen holen den Glauben. Dieser Satz macht keinen Sinn, der kommt weg. Versuch den mal normal aus. Das ist nicht tabu. Weiße Wolken wurden chemisch gereinigt. Ja. Versuch mal so zu reden wie sonst auch. Aha. Ravara schnitzt bei Raumtemperatur. Ikea Ohrhärten haben Watteknöpfe. Ravara schnitzt bei Raumtemperatur. Ravara schmilzt bei Raumtemperatur. Ja, richtig. Oh mein Gott. Oberhänden haben Watteknöpfe. Irgendwas mit Oberhänden haben Watteknöpfe. Mir wünscht die Hitze in hier sind cool. Bequeme Oberhänden haben Watteknöpfe. Ganz kurz. Wir reden ja davon, dass Sätze Sinn machen sollen. Dann sag mir mal, ob das Sinn macht. Mikroben bowlen mit blauen Murmeln. Okay, so, das hätte ich auch nicht gewusst. Das ist eins. Okay. Und zwei, Möwen stibitzen Wirsingkohl. Ja, das ist ja wohl... Ja, das ist ja... Das machen die noch jeden Tag. Also, wir müssen uns geschlagen geben, Nina. War das die letzte Runde? Ja, das war die letzte Runde. Wir müssen uns geschlagen geben. Kathi und Eva haben gewonnen. Mann, auf ihrem Kanal. Bitte schön. Heimvorteil. So, wir spielen nie wieder mit euch. Das war's. Darauf haben wir keine Lust mehr. Es hat auch auf jeden Fall ziemlich Spaß gemacht. Das nennt man schlechte Verlierer. Ich bin immer ein schlechter Verlierer. Eva und ich haben Klartext zum allerersten Mal gespielt und hatten richtig viel Spaß dabei eigentlich, oder? Ich fand's gut. Also, ich fand's auch gut. Wenn es euch auch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr das Video nicht gesehen habt, auf jeden Fall bei Spiel mit Kinderspielzeug vorbeischauen. Aber dann nicht so schnell, ganz ruhig. Also, ich fall gerne Daumen nach oben. Und schreibt uns natürlich auch unten in die Kommentare rein, ob ihr mehr solche Duellvideos sehen möchtet mit uns Vieren. Genau.
Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, perfekt. Das Maschinchen möchte sich auch von uns verabschieden.